Hallo liebe Leute und Abonnenten von eurem Hansa für 1990. Hier bin ich mal wieder mit einem kleinen Vlog zur Stelle aus rein informativer Sache. Ich werde mich heute nicht zu allzu großen Sachen äußern, wie zum Beispiel Fragen beantworten und so. Da sind einfach zu wenig dazugekommen, zu wenig Fragen. Und deswegen heute einfach mal rein informativ ein bisschen erklären, was so bei mir in letzter Zeit passiert ist und warum auch momentan kein FIFA kommt. Alles in allem so. Und ja, kleine Überraschung habe ich auch noch. Ice Bucket Challenge hänge ich noch mit dran. Also könnt ihr euch auch mal freuen. Und ja, aber komme ich mal zum ersten Punkt. Ich habe natürlich keine Notizen gemacht. Ich sage es einfach so, dass ich zum ersten Punkt komme. Wie meine Facebook-Liker das schon mitbekommen haben, bin ich momentan wieder in der Berufsschule. Berufsschulblock steht an, den ganzen September lang durch. Vom 1. bis zum, keine Ahnung, Ende September. Also das letzte Septemberwochenende. Bis dahin bin ich in der Berufsschule. Das heißt natürlich wieder, wie immer, ich bin nur am Wochenende zu Hause und finde dann auch die Zeit zum Aufnehmen natürlich. Also deswegen sieht es momentan ein bisschen schlecht aus. Bei FM habe ich ein bisschen vorgesorgt und konnte dort natürlich ein paar Videos aufnehmen. Da habe ich noch zwei auf Lager. Die sind dann für morgen und übermorgen, die beiden Folgen. Ich hoffe, dass ich heute, Aufnahmezeitpunkt gerade 13.56 Uhr, noch was hinbekomme aufzunehmen an FM. FIFA glaube ich eher nicht. Da spielen auch die momentanen Handelsergebnisse eine Rolle. Deswegen habe ich momentan keine wirkliche Lust, mit dieser Mannschaft zu spielen, weil die einfach schlecht ist. Aber gut, darum will ich mich jetzt gar nicht zu groß zu äußern. Ja. Wie gesagt, ich bin nur am Wochenende dann zu Hause und ob ich dann wirklich zum Aufnehmen komme, ist auch wieder die andere Sache, weil ich komme meist Freitag erst um 15 Uhr nach Hause. Wenn ich arbeiten bin, bin ich Freitag um 14 Uhr zu Hause. Das ist eine ganze Stunde, die einem da fehlt. Dann habe ich abends Training. Nach dem Training sitzt man dann sowieso, weil man die ganze Woche kaum soziale Kontakte pflegen konnte, sitzt man dann mit den Leuten zusammen, quatscht noch ein bisschen mehr, kommt dann vielleicht erst so 10, halb 11 nach Hause. Dann macht man eventuell noch was mit Freunden oder auch nicht oder geht gleich ins Bett, weil man total fertig ist. Hat man keinen Nerv dazu, noch was aufzunehmen. Und dann ist Samstag und dann jetzt mal so den Beispiel dieses Wochenende, weil es ja das erste Wochenende ist von der Berufsschule. Mann, ich laber wieder wie ein Wasserfall, merke ich gerade. Ja, wo war ich genau? Weil es ja jetzt das Beispiel dieses Wochenende ist. Verdammt, ich hab den Faden verloren. Ja, nee, gut. Einige Leute, die jetzt gucken, wenn wir mich jetzt wieder verarschen damit mit dieser Facepalm-Geste, aber gut. Gruß an euch da. Nee, wie gesagt, Beispiel dieses Wochenende, da habe ich schon länger geplant gehabt, wir sind aus dem Pokal ausgeschieden, haben ein Spiel frei gehabt, denkt man sich natürlich, oh, da hat der Hansa-Fan aber bestimmt Zeit zum Aufnehmen. Nee, ich habe natürlich auch was vorgenommen. Wie gesagt, soziale Kontakte pflegen, meine besten Freunde was machen, das ist ein Hobby von mir, das will ich niemals missen. Habe ich natürlich auch nicht, ich habe nämlich einer guten, sehr, sehr guten Freundin versprochen, mit ihr mal zum Fußball zu fahren, ins Ostseestadion nach Hansa. Die hat gesagt, oh, ich will mal den Heimatverein sehen, ich will unbedingt mal am Fußballstadion sitzen. So WM-Stimmungmäßig hat sie das gesagt. Habe ich gesagt, gut, merci, wir fahren da halt zum Fußball hin. Wenn ich das gut hinkriege, seht ihr vielleicht gerade ein Bild eingeblendet davon, wie wir beide im Stadion sitzen. Aber gut, ist natürlich nicht so erfolgreich gelaufen, wie jeder weiß. Hansa hat mal wieder zu Hause verloren, seit dem 14. Dezember 2013 nicht ein Heimspiel mehr gewonnen. Jetzt das 14. Heimspiel 2014, natürlich kein Sieg. Wird ein bisschen ärgerlich mittlerweile, aber gut, damit muss man leben. Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag, sage ich heute voraus an alle Hansa-Fenster. Mehr wird da nicht drin sein. Schraubt eure scheiß Erwartungen nicht runter, dass uns der Peter Vollmann den Aufstieg nicht bringt. Das war mir von Anfang an klar. Ich war von Anfang an gegen Peter Vollmann. Also nichts gegen die Person Peter Vollmann. Ich war von Anfang an dagegen, diesen Trainer zurückzuholen. Andere Geschichte. Jedenfalls war ich dann halt mit der guten Freundin da. Dann waren wir zu Hause. Auch ausgelaugt. Dann ging es zum Grillen, weil andere Freunde eine Abschiedsparty feiern, weil sie bald nach Rostock gehen und zum Studieren und dann werden wir uns gar nicht mehr sehen und so. Also eigentlich vollkommen normale Sachen. Ich bin ja kein Vollzeit-YouTuber. Deswegen fehlt momentan die Zeit, am Wochenende auf was aufzunehmen. Und FIFA, wie gesagt, das liegt an Hansa. Da habe ich momentan relativ wenig Lust, was aufzunehmen. Es tut mir wirklich leid auch. Allgemein, die ganze Situation um FIFA 14 ist ja gar nicht so gut gelaufen. Das erste FIFA-Let's Play auf meinem Kanal. Alles so ein bisschen Larifari gemacht. Das soll sich hoffentlich ab FIFA 15 ändern. Ich bin mir nur noch nicht ganz so sicher, wie ich das mache. Fakt ist, ich hole mir eine PlayStation 4. Ich weiß immer noch nicht, ob ich mir überhaupt ein Aufnahmegerät hole, ob ich das von der PlayStation 4 alles aufnehme. Das ist mir ein bisschen zu aufwendig und vor allem kostet das ja auch einiges. Und da bin ich mir nicht sicher, ob ich da mein hart verdientes Lehrlingsgeld dafür ausgeben soll. Deswegen, aber FIFA 15 wird ja auch auf dem PC als Next-Gen Grafik rauskommen, von daher wird das kein großer Unterschied sein, was zwischen PS4 und PC ist. Ich hoffe nur, dass mein PC das Ganze packt, aber eigentlich sollte der das packen, von daher müsste das drin sein. Ich bin mal gespannt, was die FIFA 15 Demo angeht, die jetzt auch im Laufe der Woche rauskommt, die werde ich natürlich nicht sofort zocken können, ich bin ja nicht zu Hause. Ich hoffe, dass ich mir die nächsten Freitag gleich runterladen kann und dann vielleicht ein Video dafür bringen kann. Will ich natürlich gerne machen, ich will es selber anspielen und natürlich auch euch zeigen dann wieder. Gibt natürlich ein paar Klicks und ein paar Abos vielleicht dazu.
muss auch ein bisschen bekannter werden. Natürlich an dieser Stelle sei auch gesagt, also ich mache jetzt alles drunter und drüber. Danke, liebe Leute, vielen, vielen Dank an 700 Abonnenten. Stand heute sind es sogar 713. Ich bin echt begeistert, wie schnell das von der 600 auf die 700 ging. Wow, Alter, das war Hammer. Hätte ich nie gedacht, dass es dann mal so schnell geht. Nachdem ich mich da so aufgeregt hatte wegen Ultimate Team und so. Aber gut, das ist ja eine andere Geschichte. Und ja, danke dafür an dieser Stelle. Ich werde natürlich noch kein Special machen. Vielleicht überlege ich mir was für 1000, aber keine Ahnung. Gezeigt habe ich mich ja schon, das ist ja das Special schon weg. Aber ja, das sollte nur mal so gesagt werden. Also dieser Vlog, merke ich gerade, ist so drunter und drüber wie mein Leben. Naja, nicht wie mein Leben, aber den größten Teil so drunter und drüber, wie man es halt von mir gewohnt ist. Alles Thema durchgequatscht und ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn nicht, müsst ihr euch den halt nochmal angucken. Sollte ja kein Problem sein. Hauptinformation, wie gesagt, ich habe wenig Zeit zum Aufnehmen. Berufsschule, keine Lust. Was FIFA angeht, ist glaube ich auch verständlich. Also da kommt dann wieder mein altes Hansa und Let's Play Ding durch, wie ich schon öfter erwähnt hatte. Ich mag nicht mehr Hansa spielen, weil ich da doch zu sehr realitätsgebunden bin. Und jetzt haut die Mannschaft da so einen Scheiß raus und ich stehe da in FIFA mit der zweiten Liga mit der gleichen Mannschaft. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Spielt sie nicht schön, vor allem wenn man so einen Frust auf einige Spieler auch hat. Ruprecht. FIFA Ruprecht. Fehlpassquote 80%. Ja, ist natürlich ein bisschen eklig gelaufen, aber okay. Ich hoffe, das wird bei FIFA 15 alles besser. Ich habe doch schon eine Idee, wie ich FIFA 15 spielen werde, vor allem den Karrieremodus. Da will ich ein altes Let's Play hochholen, was wir bei FM schon mal gemacht haben. Sehr erfolgreich auch gemacht haben. Da habe ich richtig Bock drauf auch, also den Karrieremodus dann voll durchzuziehen mit einer Mannschaft, die mir auch selber richtig Spaß macht. Das war bei Werder Bremen ja nicht der Fall. Jetzt Hansa, anfangs war es der Fall, aber dann zeitlich, lustmäßig. Ihr kennt meine alten Probleme, Das ist alles immer, wie es ist, ne? So, ich gucke mal auf die Audiospur. Die läuft da ja recht chillig mit. Ich hoffe, es ist laut genug. Bin ein bisschen heiser auch. Gut, ist, wenn man bei Hansa war und nicht heiser zurückkommt, dann hat man das falsch gemacht. Jetzt ist man kein Hansa-Fan. Gut. Ansonsten, was gibt's noch zu erzählen? Ja, die Ice Bucket Challenge. Auch bei der habe ich mitgemacht. Ich wurde privat von einer Freundin nominiert und Gott sei Dank nicht von den YouTube-Kollegen. Hätte ich das zweimal machen müssen oder ich hätte es einmal gemacht in einem Video verpackt, glaube ich. Und natürlich auch an dieser Stelle soll gesagt sein, ich weiß, der Hype ist langsam ein bisschen vorbei, aber ich wollte es auch meinen Abonnenten mal zeigen, dass ich auch mich mit kaltem Wasser übergossen habe, was natürlich herrlich war. Ein kräftiges Ahu darauf, ihr werdet wissen, was ich meine damit, wenn ihr das gleich seht. Und an dieser Stelle sei gesagt, dass viele Leute natürlich den Sinn der Sache vergessen und sagen hier, ja, du wirst jetzt nominiert, wenn du das nicht machst, musst du spenden. Hallo Leute, es geht darum zu spenden und den Kram durchzuziehen. Aber ist eine andere Sache, dann vergesst man hier den Sinn der Sache von ALS. Natürlich soll man da auf die Krankheit aufmerksam gemacht werden. Natürlich ist auch schade, dass da viele Spendeneinnahmen gar nicht erst für die Forschung dienen. Sicherlich ist auch streitig, ob die Krankheit nur weiter erforscht werden muss. Es gibt natürlich auch andere, bekanntere Krankheiten, die es gilt zu erforschen, wie zum Beispiel den Krebs, also die noch viel verbreiteter ist. Aber okay, jede Krankheit gilt es zu erforschen, deswegen sollte man da überall spenden, spenden, spenden. Aber so viel Kohle hat man selber auch nicht. Und wenn man selber Probleme hat, wer spendet dann nachher für einen? Also ist meine Meinung zum Spenden, deswegen spende ich eigentlich nicht gerne. Aber natürlich bin ich meiner Pflicht nachgekommen und habe bei der ALS-Stiftung ein bisschen was von meinem Monatsgehalt gespendet. Ein ganz kleines Sümmchen, dass ich was Gutes getan habe, aber mir auch nicht wirklich wehtut. Denn darum soll es ja natürlich gehen. Ich soll mich selber natürlich nicht beeinträchtigen dadurch. Von daher, und die Challenge habe ich durchgezogen. Die werdet ihr am Ende des Videos sehen. Richtig schick gemacht. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Und deswegen bedanke ich mich hier fürs Zuschauen. Ich werde mich demnächst mal wieder mit dem Vlog melden, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Dort dann natürlich wieder Fragen beantworten von euch. Wenn ihr natürlich wieder Fragen an mich habt, dann schreibt es auf jeden Fall hier in die Kommentare. Haut es hier runter in die Comments. Gebt natürlich auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo wäre natürlich auch nett. Aber gut, diese ganze Standard-Werbesprüche, die habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf zu machen. Aber gut, wollte ich auch mal tun. Ich will auch mal Mainstream sein. Yes, Mainstream. Yes, yes. Und alle Wrestling-Fans da draußen, die werden wissen, was ich meine, ne? Und okay, ansonsten, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt eure Fragen in die Kommentare und dann werde ich auch wieder ein bisschen mehr beantworten nächstes Mal. Und ich werde mich beim nächsten Mal, versprochen, zur Situation von Hansa Rostock äußern. Das wollt ihr bestimmt hören, wie so ein richtiger harter Hardcore-Fan sich dazu äußert. Ich sage, es ist nicht gerade schön, aber ich sehe es noch relativ realistisch. Nicht so wie manche andere, die gleich jeden den Kopf abreißen wollen dann im Verein. Also von daher, das haben sie auch nicht verdient. Ansonsten, ja, habt noch einen schönen Sonntag. Ich mache mich nachher wieder auf den Weg zur Berufsschule. Versucht vorher noch ein bisschen was aufzunehmen und hochzuladen, dass ihr für die Woche was habt. Ansonsten macht's gut, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank für die wundervolle Nominierung, Sarah. Hat mich sehr gefreut. Ich nominiere die liebe Nessie, Maya und Marshall, Krischi. Au!